So, und da sind wir wieder bei Mittelerde, Mordor, Schatten. Und ich habe ein paar Runen umgetauscht, ein paar Runen verkauft, weil ich die doppelt hatte und so alles. Und die brauchen wir wirklich nicht mehr. Vor allem, wenn die schwächer sind. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich bei einem Schleichabstechen 25% Gesundheit wieder kriege. Du musst mir helfen. Mein Bruder verfluchte den dunklen Herrscher. Der Sklaventreiber ist völlig durchgedreht. Ich stehe in deiner Schuld. Blutrache, jetzt verfügbar. Ich will mich natürlich erstmal um das Zeug hier kümmern. Das haben wir ja in der letzten Folge nicht so bekommen. Schnellreise ist momentan nicht verfügbar. Wieso nicht? Wurde ich gesehen? Ich wurde doch nicht gesehen, oder? Nee. Oder doch? Wahrscheinlich, weil ich den Kerl da gerade getötet habe. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück nach Udun. Nachher mal. Jetzt habe ich nicht sonderlich Bock darauf. Dann brauche ich nochmal für Pflanzen Raphaelas. Raphaelas ist dort vorne. Da ist auch ein Karagor. Und ein Grauk. Was sind hier noch alles? Schön ruhig bleiben. Lässt er uns auch in Ruhe. Ja, war wahrscheinlich, dass das Zeichen dort ist. Nanichir Gelaya Mordor. Ningostata Gwaid. Wir brauchen nur noch drei, dann haben wir alle. Ein verziertes Kamee. Dieses Stück wurde vielleicht von Menschen in Auftrag gegeben und von Zwergen gefertigt. Es ist bekannt, dass freier Handel zwischen den Völkern stattfand und wiederum auch mit den Elben. Viele schöne Waren gelangten dank des Handels, der durch das Nornmeer ermöglicht wurde, nach Mordor. Diese Handelsrouten sind nun durch die Rückkehr der Uruks womöglich für immer geschlossen. Und wahrscheinlich auf der Rückseite. Wie immer. Ist das nicht hübsch, Liebling? Die Zwerge haben das gemacht. Du bist betrunken. Du stinkst wie ein Esel, der sich am Schnaps vergangen hat. Es ist ein schönes Geschenk zum Jahrestag. Sieh dir nur diese Handwerkskunst an. Unser Jahrestag war letzte Woche. Ich hab's aus dem Meer gerettet. Du meinst, du hast es in der Taverne gewonnen, mein lieber Gatte. Jetzt komm schon rein. Was ist denn das für eine Frau, ey? Für mich hat die sich mehr betrunken angehört. Die Flüsse dieses Meeres reichen weit bis zum Äffel Duat. Wenn den Stammesbrüdern die Flucht gelingt, könnten sie in den Norden nach Minas Ithil wandern. Der Turm des Mondes. Ich gucke ja auch mittlerweile wieder die Herr der Ringe-Filme. Habe ich mir vorgenommen, wollte ich machen. Erste Medaillon-Hälfte. Ja, ich habe doch gesagt, die will hier irgendwo sein. Die zwei Bäume von Valinor. In Mordor sind die zwei Bäume von Valinor ein anerkanntes Symbol des Lichts, der Schöpfung und des alten Bandes zwischen Elben und Menschen. Diese Medaillonhälfte, gefertigt von den Elben, erinnert an die ursprünglichen beiden Bäume der Legende, deren einziger überlebender Sprössling der weiße Baum von Gondor ist. Den kennen wir ja auch aus dem Film. Also gut, halt still. Ich muss leider sagen, dass es... Es wird wehtun. Ich habe getan, was ich konnte. Wir haben nach einem eurer Leute geschickt, aber ich weiß nicht, warum erzählt ihr mir in der Zwischenzeit nichts über das da?
das Medaillon, das ihr in den Händen haltet. Ihr wollt mich doch nur ablenken. Aber gut, das sind die zwei Bäume von Valinor. Ein Symbol für den endlosen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Kommt etwas näher und ich erzähle euch ihre Geschichte. Wir müssen... Ich fürchte, wir müssen uns alle von den schrecklichen Ereignissen des Tages ablenken. Ja, da scheint was Schlimmes geschehen zu sein. Es wird keine Auszeichnung für uns geben, Celebrimbor. Keine Ehre, keinen Ruhm. Sollen die, die nach uns kommen, Ruhm erlangen. Wir müssen die Hoffnung so lange am Leben erhalten, dass sie die Gelegenheit dazu haben. Was war das für ein Superkamerabor? Seht ihr den? Das ist ein besonderer Karabor. Den will ich haben. Oder zumindest will ich wissen, was er ist. So, was bist du für ein Karabor? Irgendein komischer. Ein stärkerer. Und er schützt. Das hört sich nicht gut an. Das ist ein Karabor. Ab geht's los. Super Karabor. Ab geht's los. Ab geht's, Super Karabor. Was auch immer das für ein Hyper Karabor sein soll. Tödliche Geheimnisse. Er war dem Boten bis zu seinem Netzwerk aus Spionen gefolgt. So machte er Jagd auf jeden einzelnen von ihm. Auf dass sie ihr Wissen mit niemandem teilen konnten. Ja, wenn das so ist. Soll dem Boten folgen. Unentdeckt zu werden. Sollen davon nichts mehr. Hier stehen zwei, scheiße. Das ist schon komisch, dass er das nicht wirklich gemerkt hat. Brandpfeil. Geiststoß. Ich wäre erstmal für Dolchhagel, dann haben wir die Reihe hier schon mal. Wahrscheinlich nur Ratten. Du bist immer so schreckhaft. Stimmt. Das waren nur Ratten. Alter, hier sind zwei. Ich hab die Schnauze voll von den Sklaven, die ich bekomme. Du auch? Meine waren in letzter Zeit absolut nutzlos. Wir müssen lernen, Grauks zu zähmen. Sie wären sicher viel besser darin, Felsen zu zerschlagen und Straßen zu bauen. Stehen wir hier zu nah? Wenn ich den hier wegmache, dann wird er das wahrscheinlich sehen. Oder?
Sorry, ich hatte hier gerade eine Aufnahmefehler. Das muss ich wieder zusammenschneiden. Und ihr werdet wahrscheinlich immer noch das gleiche Zeichen dort oben haben. Ich verstehe nicht, warum macht mein Aufnahmeprogramm so eine Scheiße? Warum hört es nie auf mich? Es macht einfach dann aus, wann es will. Ich hasse das. Jetzt habt ihr wahrscheinlich dort oben Bandicam stehen. Müsste noch ein anderer sein, den werde ich gleich einfach vorher schon killen. Du hast nichts gesehen, verdammt nochmal. Ja, jetzt läufst du noch alleine. Keine Elbengeschosse mehr. Ich nutze dich so oft, ey. Das Schlimmste an meinem Absturz war die Ladung Dung, die unten auf mich gewartet hat. Habt ihr das gehört? Sind extremst gut, diese Pfeile. Kann ich unmöglich beide zusammen ausschalten? Oder ein einzelner? Ich brauche auf jeden Fall neue Pfeile. Bekommen, die du wolltest? Ich glaube, ich werde in einem guten Aufzerrung. Ja, genau. Wie hat er das denn jetzt gesehen? Ach, der, genau. Das willst du mir erzählen, jetzt, oder was? Schön die Blume mitnehmen. Und ich probiere es nochmal. Ja, immer wenn man was cool machen will, dann klappt es nie. Das ist eine Regel in dem Spiel. Du darfst nichts cool machen. Du musst immer alles strikt nach Regeln machen. Und die Möglichkeiten, die dir gegeben sind, sind immer irgendwie die gleichen. Und die von denen du weißt, die darfst du nicht einsetzen. So. Lass mal wieder die dort vorne killen. Wir müssen eh mit einem tödlichen Schattenangriff töten, also. Von daher. Jetzt müssen wir den wieder. Nein, du hast nichts gesehen. Gut, den hätte ich auch so killen können. Und während der eine jetzt da hochgeht. Haben die Menschen gefragt, ob sie hätten. Ich kann auch nicht sehen, ja. So, jetzt muss ich wieder sparen. Ich habe nämlich nur noch zwei. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd! Scheint mir eine schlauere Lösung zu sein, von hier unten zu kommen und den dann schnell eben aufzuzehren. Jetzt will
wir uns vielleicht auch noch töten können. Ich verstehe nicht, warum man das nicht beides machen kann. Erst aufzehren und dann direkt töten. Wie viele Kohle haben wir gestern getötet? Ich glaube, es waren 6. Das sollte ja wohl ein Fass Grog wert sein. Muss ich immer schnell sein. Dann lauf mal weiter hier. Wird die Dead auch nicht hören, ne? Du gehst nicht mehr. Hier einen auf Distanz, der da hinten, aber da sind auch noch andere. Da ist einer. Kann ich gut mitnehmen. Die Leiche fällt genau in die anderen Typen rein. Da ist noch ein Berserker. Das Wetter sie vermutlich töten, so schwach sind einige von ihnen. Alter, müssen die so in der Nähe stehen? Der Hauptmann hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Jetzt den Boden. Und weg bist du. Geschafft. War nicht so schwierig eigentlich. Und direkt kommen hier ein Grau und ein Superkarabor. Und wird wahrscheinlich irgendwie hier in der Strecke machen. Bin ich da? Der andere Hauptmann wird uns nicht mehr belästigen. Die Jäger haben einen Karagor erlegt und fanden den Kopf des Hauptmanns in seinem Magenbox. Und ich werde dich häuten lassen. Lass du mal in Ruhe. So kann man die Typen natürlich auch alle wegkloppen. Aber ich will erstmal sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich sehe. Hey, sehen die mich? Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mache ich der dunkle Reiter, obwohl es eigentlich der dunkle Ritter heißen müsste. Ciao.
jetzt sofort.